Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Deine Seele Wege ins Licht. Die erste Botschaft, die ich heute reingekriegt habe, also ihr seht ja, so dolle ist es hier draußen heute nicht. Ja, ich krieg für dich rein, du beobachtest dich selbst, bist du schon gewachsen, bist du darüber hinaus gewachsen, bist du deinen Wünschen schon einen Schritt näher. Ich gucke mir mal deine Wünsche an und dann frage ich mal Abschluss. Und zwar Abschluss endlich mit einer Situation, mit einer Person, mit einer Situation. Du willst irgendwas hinter dir lassen und du beobachtest dich gerade selbst. Bin ich jetzt da oder bin ich jetzt nicht da? Bin ich so weit oder bin ich nicht so weit? Schau mal weiter, was für eine Situation ist es? Ja, Pläne. Ihr hattet Pläne, also du hattest irgendwo Pläne. Diese Pläne sind nicht in Erfüllung gegangen. Die waren eigentlich schon von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt. Irgendjemand hat sich es anders überlegt. Die Pläne sind gescheitert, aber es konnte auch gar nicht aufgehen. Ich krieg dich so rein, dass du neue Pläne hast. Also eigentlich bist du so weit, auch wenn du denkst, du bist noch zu klein, zu weit weg, bist verunsichert. Ich krieg aber rein, dass deine Pläne bzw. deine Wünsche Erfüllung erhalten werden. Wie sieht's denn da aus mit den Wünschen? Was sagt das Universum dazu? Also pass auf, du bist bereits bis zum Äußersten gegangen. Das, was passiert ist, konnte wahrscheinlich gar nicht anders kommen, als dass es gegen die Wand fährt. Du hast den Zenit erreicht, und zwar den Zenit des Schmerzens. Also schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden, wie das, was du schon erlebt hast. Ich krieg hier rein, dass das dir jetzt abgenommen wird, dass du wirklich wie Phönix aus der Asche auferstehst und dass die Situation heilt. Kann sein, dass du in Verbindung noch bist, ja, und denkst, oh, wann geht's weiter für mich? Aber diese Situation oder Person ist gerade dabei, in Heilung zu gehen und du lässt etwas komplett hinter dir. Und das, was du dir wünschst, in zwischenmenschlichen Beziehungen, alles, was dein Herz erfüllt, ob das jetzt deine Berufung ist oder sonst irgendwas, das, was deine Liebe, die Quelle sagt hier, du stehst näher dran, als du denkst, du bist mitten im Wandel, sorry, meine Nase, ein wenig erkältet. Also, ich krieg hier rein, du stehst kurz vorm Durchbruch, kurz davor, wie Phönix aus der Asche aufzuerstehen. Dieser Schmerz, falls du den noch gerade fühlst, du bist am Höhepunkt, ja? Also jetzt wird es nicht mehr schlimmer, sondern jetzt geht es genau in die andere Richtung. Das heißt, es ist wie so eine Blase, die platzt, weil sie überdehnt ist. Und jetzt bist du frei und endlich wird sich für dich etwas erfüllen, was du dir wirklich wünschst. Von Herzen. Also wirklich, krieg hier immer nur Transformation rein und etwas Neues wird auf dich zukommen, eine neue Chance, ergreif sie und vergleich sie nicht. Es ist komplett anders. Das war die kurze Botschaft für heute. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Bis zum nächsten Video, wenn ihr möchtet. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.